So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es tatsächlich endlich in den Bereich Ostmoped. Benni ist auch am Start. Jo. Und zwar ganz viele von euch haben es sich euch ja schon gewünscht, weil Resonanz immer echt krass, wenn wirklich mal im Hintergrund so eine Simson rumstand, dass wir unbedingt was mit Simson machen sollen. Ja. So, ich bin ganz ehrlich, ich habe von Simson wirklich so gut wie gar keine Ahnung. So, ich kriege wirklich nur so die Basics zusammen. Du ziehst das aber mit Simson ja schon ein paar Jahre durch. Mhm. Ja. Das war eigentlich damals ja, Roller gefahren. So, und dann kam irgendwann mal eine Simson im Winter, eigentlich als so Wintermoped. Und irgendwann ist es dann einfach wieder aufgelebt nach vielen Jahren, wo man sich nur mit Auto beschäftigt hat. Ja, also wieder Bock auf das. Den aller geilsten Moment muss ich mir auf jeden Fall vorstellen. So, Benni ruft an, sagt, Benni kommt vorbei. Man denkt so, 1000 PS R8 kommt gleich um die Ecke gefahren. Dann kommt Benni aber auf einer Simson um die Ecke. Das finde ich cool. Zeigt aber auch eigentlich so ein bisschen immer, dass man dieses ganze Tuning und diese ganze Schrauberei halt wirklich einfach feiert. Ne? Genau. Weil du könntest jetzt ja auch einfach 200 PS Superbike kaufen. Klar. Und damit durch die Gegend knallen. Ne? Ja. Hast aber mit so einem Ding einfach mehr Spaß. Ne? Genau. Das macht mega Spaß. Darf ich was überfahren? Hast du einen großen Lappen? Ja, habe ich. Okay. So, okay. Wir könnten jetzt wahrscheinlich erstmal eine Stunde über das Motorrad reden. Mhm. Das lassen wir erstmal sein. Da dürft ihr euch nämlich später drauf freuen. Weil wir sind nämlich kurz vor Berlin. Weil PZ-Tuning ist ein Simson-Tuner, sich sehr intensiv mit dem Thema auf jeden Fall auseinandersetzt. Mhm. Ich glaube, hier sind wir an der richtigen Adresse. Mhm. Das heißt, hier geht heute richtig was in der Richtung. Mhm. Also klar, mich würde mal interessieren, was das Ding an Leistung hat. Und mal gucken, was die Jungs so hier... Prüfstand ist auch am Start. Ja, genau. Okay. Wo muss man so Simson-mäßig, ich sag jetzt mal drauf achten? Also, was ist so Tuning-Kernmarkt da, um es mal so zu sagen? Oh, auf was bezogen meinst du das jetzt? Also, ist Simson eher, damit wir kurz den Leuten, die Simson-mäßig auch keine Ahnung haben, es ist ja bei Simson nicht so. Also, erstmal gibt es ja mit Sicherheit einen Bereich, so ein Ding erstmal um zu restaurieren. Das genau. Ist überhaupt Zustand erstmal überhaupt wie die. Und ich glaube, das muss man auch ganz klar trennen. Es gibt welche, die wirklich nur damit, ich sag mal, original durch die Gegend fahren. Das Ding ist einfach nur hübsch gemacht und hat keine Leistungssteigerung oder nichts. Es gibt welche, die machen nur Dampf oder die, ich sag mal, ich probiere es beides zu kombinieren. So irgendwie halbwegs Serienoptik, aber halt mit Leistung. So, wir sind aber heute an genau der richtigen Stelle, weil heute geht es nur um Leistung. Genau. Ist richtig. Das Wichtigste. Okay, wir gehen einfach mal rein und gucken. So, jetzt müssen wir euch erstmal den Paul vorstellen. PZ Tuning. Richtig. Wie fangen wir an? Ich glaube, wir müssen erstmal so ein bisschen vorstellen, was du eigentlich machst. Benni hat das so grob schon angerissen. Wir sind im Simson-Tuning-Bereich unterwegs. Jetzt allerdings nicht in dem Bereich, ich sag jetzt mal Restauration, muss schick aussehen und so weiter, sondern auch richtig Technik, voll in die Fresse und Leistung. Genau, also wir sind eine Firma, die sich halt genau auf dieses Thema beschäftigt oder spezialisiert hat, ne? Wir machen halt keine Optik, wir machen keine Fahrzeugumbauten, wir machen wirklich nur Leistung. Wir sorgen für die Performance in den Dingern und bauen halt Motoren und wollten uns halt nicht auf alles irgendwie, alles ein bisschen machen, sondern eine Sache halt richtig und das ist halt die Leistung in dem Punkt, genau. Passt sich eigentlich ganz gut, weil es genau unser Ding, ne? Genau. Genau richtig. Weil wenn ich so ein Ding bauen würde, ähnlich wie bei unserem Roller, ist es halt auch so, eigentlich Leistung, klar, es muss immer schön und ordentlich aussehen, muss so ein bisschen vom Farben her auch passen, aber eigentlich zählt halt am Ende die Leistung, wo man sich noch am meisten für begeistern kann in unserem Alter. Genau, weil das ist halt das, was bei mir halt die Emotionen gebracht hat, schon immer. Und ich finde auch so ein bisschen, man sollte sich immer in die Richtung orientieren, die man halt am besten halt liegt und halt auch am meisten Spaß macht, ne? Du bist du automatisch halt darin halt auch meistens gut, ne? Du siehst auch noch relativ jung aus. Wie lange machst du das schon hier? Oh, ich mache das seit ungefähr 10 Jahren. Ja, 10 Jahre schon? Genau, ich bin 24, ich habe mit 14 angefangen. Mal mit einem Moped, was wir so aus der Scheune gezogen hatten. Und dann hat es halt, logischerweise, du wolltest dann halt schneller fahren, ne? Wir sind damals auch alle noch wahrscheinlich ein bisschen schwarz gefahren und so, ne? Und schon da hast du halt immer das Verlangen, irgendwie schneller und besser zu sein, ne? Und so hat es halt dann angefangen. Dann hatte ich halt die Kohle nicht, um mir das zu kaufen. Ja, und was machst du? Du kaufst dir einen Dremel für 30 € aus dem Supermarkt und dann fängst du da irgendwie wild an,
drin rumzuschnitzen und beschäftigt sich halt immer mehr mit und irgendwann... Wir haben, wo du sagst aus dem Supermarkt, wir haben neulich aus dem Supermarkt eine Bandsäge gekauft, was uns keiner glauben konnte, für 96 Euro von Lidl. Okay. Und die hat perfekt funktioniert. Also ja, manchmal. Ich glaube das auch, dass der 30 Euro drehen will. Ja. Genau, wenn du weißt, wie du damit umzugehen hast, dann funktioniert das schon. Okay, krass, 24. Ja, dann glaube ich, dass wir für einen 24-Jährigen heute jede Menge zu sehen bekommen. Ja, ich denke. Also so, ja, weil auf jeden Fall. Da geht auf jeden Fall ein bisschen was. Ne? Genau. Eigentlich haben wir Benny Simson mit und ein Traum wäre, wenn wir die bei euch einmal messen können. Weil ihr habt Prüfstand. Genau, richtig. Das heißt, man kann euch auch wirklich Simson bringen, abstimmen, wieder mitnehmen. Genau. Also es ist natürlich immer so, dass es zeittechnisch auch anspruchsvoll ist und du kannst jetzt nicht einfach herkommen, ey, hier, stimme mal schnell meine Simson ab. Mhm. Da haben wir natürlich keine Zeit, weil wir halt auch noch einen Online-Shop hinten dran hängen haben, weil wir viele Teile halt auch selbst produzieren, verkaufen, wir bauen ganze Motoren etc. Und dementsprechend ist es immer nicht zeittechnisch immer so möglich. Also meistens bringen die Kunden ihre Mopeds her, lassen das meist dann umbauen, den Motor modifizieren etc. Mhm. Und wollen es dann im Anschluss natürlich auch abgestimmt haben. Richtig. Selbst produzieren heißt hier vor Ort? Genau. In welche Richtung geht das dann? Was produziert ihr? Wir produzieren einzelne Motorenteile, wir produzieren oder lassen halt Zylinder so produzieren, wie wir sie halt haben wollen, bestimmte Motorenteile, arbeiten die natürlich auch nach, etc. Haben halt viel Metallbearbeitung hier auch mit inbegriffen, wo wir halt zersparen, drehen, fräsen, schweißen, alles was so dazugehört. Also wir klingt versuchen, für mich riesig umfangreich. Genau, es ist halt sehr umfangreich, das ist dann halt auch immer schwer, dann Mitarbeiter zu finden, weil du halt ziemlich viel können musst, parallel. Und wir versuchen halt immer, alles, was wir halt irgendwie hier im Haus machen können, versuchen wir halt auch hier im Haus halt zu machen. Das ist halt so ein bisschen meine Devise, weil qualitativ kannst du halt andere Standards setzen, als wenn du dir irgendwo aus Fernost einfach Teile produzieren lässt. Du kannst schneller auf dem Markt halt reagieren, kannst Sachen anders mal bauen, etc. Und das Coole ist halt, wenn man es rein aus geschäftsmännischer Sicht machen würde, dann wäre es besser natürlich einfach nur Sachen zu importieren und die halt weiter im großen Stil zu verkaufen. Brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ich habe halt nur mal eine Moped-Marke und ich finde es auch einfach geil, die auch so ausleben zu können. Und das ist halt auch cool, wenn du eine Tuning-Firma hast, so wie bei dir, wenn du dir halt einfach auch mal ein Auto oder ein Moped oder einen Motor so bauen kannst mit Möglichkeiten, die Normalo jetzt gar nicht hat, weil er halt nicht so eine Firma im Background halt hat. Und das ist halt auch cool, dass du halt diese Leidenschaft halt mit auf Arbeit bringst und auch in dein Privatleben und dementsprechend entwickelst du dich halt auch automatisch halt immer weiter und freust dich halt über jedes neue Gerät, jede Maschine und alles, was sich halt irgendwie weiterentwickelt und du wieder auch mal eine coole Sache auf den Markt halt bringen kannst, die halt einen Fortschritt ergibt. Was man jetzt ja generell sagen muss, dass die Entwicklung im Simson-Bereich in den letzten Jahren eh krass ist. Ja, so, auf jeden Fall. Also bis vor einem Jahr, wo wir das erste Mal so ein bisschen über Simson gesprochen haben, hätte ich ja nie im Leben gedacht, dass das so weit mittlerweile geht, dass du da Zylinder, Getriebe, du kriegst eigentlich alles in verschiedenste Richtungen. Genau. Das heißt, der Markt ist da wirklich so groß, dass die Dinger bis heute immer, immer gefragter werden. Ja, das auf jeden Fall. Also der Fahrzeugmarkt ist halt schon relativ groß. Man muss aber auch dazu sagen, du wirst natürlich nicht Millionär mit der Geschichte. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du... Hast du noch ein paar Jahre, bist ja erst 24. Ja, es ist halt so, du hast halt als Markt nur Deutschland. Ne? Mhm. Bei euren Autoteilen ist es halt so, ihr habt den weltweit eigentlich. Ne? Und dadurch hast du halt auch nochmal einen viel größeren Markt wahrscheinlich. Ne? Kann ich mir so vorstellen, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Aber es ist auf jeden Fall so, dass du davon leben kannst. Du wirst nicht reich, aber du kannst gut davon leben, würde ich sagen. Du kannst dich da austoben, du kannst dich einfach entfalten und du kannst halt auch Mitarbeiter davon auch bezahlen. Das funktioniert schon. Ja, stimmt. Die Simsons wurden nie irgendwie exportiert. Ne? Die sind immer... im Land geblieben. Na, das ist auch nicht ganz richtig. Also es wird halt jetzt extrem viel zurückimportiert. Weil echt? Ungarn, Polen, alle Länder, die sozusagen mit Russland so ein bisschen vereint waren damals, wenn ich da richtig informiert bin, die wurden halt auch mit den Fahrzeugen versorgt. Ja. Deswegen heißt es ja auch IFA, internationaler Fahrzeugausstatter. Ja, aber... So, genau. Also eigentlich müssten wir in diesem Video jetzt gerade einsteigen und müssten erstmal die unterschiedlichen Simsons erklären. Das würde auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Mhm. Genau. Deswegen machen wir das irgendwann später mal, würde ich sagen. Dann nehmen wir mal eine Schwalbe. Deins ist eine S51. Mhm. Genau. S51, das konnte ich mir immer schon mal merken. Mhm. Und vergleichen mal die Modelle so untereinander, glaube ich. Das ist, glaube ich, passender. Ne? Genau. Also, wir gucken uns als allererstes mal hier den Prüfstand an. Genau. Nicht fallen, René? Mhm, ich versuch's. Wir haben hier einen Fuchs-Leistungsprüfstand. Der ist halt sozusagen, es gibt halt noch einen zweiten Konkurrent, das ist der P4-Prüfstand, das ist auch ein Hersteller. Mhm.
der Kuhstand hier wird nicht mehr gebaut. Ich finde ihn aber für unsere Zwecke halt einfach besser, weil du hast halt übel cool. Also hier wurde halt einfach mitgedacht, sagen wir es einfach mal so. Du hast hier eine Absaugung integriert, da steckst du hier halt einfach Schläuche rein, die dann mit einem Magnet hinten an dieser Rampe, wenn die hochgeklappt ist, halt fest ist. Da wird dein Abgas gleich mit abgesaugt. Du hast hier direkt ein starkes Gebläse dran, was bei den anderen Umständen immer nicht so der Fall ist. Wo, halt wirklich, wo du halt auch wirklich auf Dauer abstimmen kannst, weil du eine konstante Motortemperatur halt einfach generieren kannst. Gerade bei so Fahrzeug, genau. Man sieht jetzt hier eine Sache, die ist ein bisschen gefuscht, also ich würde es gefuscht nennen, ja. Das ist im Prinzip hier, dass wir hier so ein Holzstück drin liegen haben. Das ist ein Schwungrad hier. Genau, und ein Zwei-Massen-Schwungrad. Weil ich erkläre genau warum. Das Problem ist halt, dass der Prüfstand hauptsächlich für Motorräder mal gedacht war. Und deswegen, die haben halt einen größeren Radstand. Und wenn du ihn hier, du kannst diese Wippe, die hier drin ist, ich zeig's mal so. Die kannst du halt nach vorne und nach hinten schieben. Aber selbst in der vordersten Position ist der Radstand immer zu kurz. Klar, das wäre kein Problem für uns, das hier mal umzuschweißen, dass du eine andere Aufnahme hast, dass du immer weiter vorkommst. Aber dann kannst du halt keine Motorräder mehr drauf lassen. Und wir machen halt auch oft Motorradabstimmungen und so. Und da ist es dann halt wieder erforderlich, den langen Radstand zu haben. Und diese Funktion, dass du eine automatische Wippe hast, gut, die geht jetzt gerade nicht, weil das Vorderrad nicht drin steckt. Dann kannst du das Motorrad, du schiebst es einfach nur rauf, drückst auf den Knopf, der spannt das Vorderrad fest. Okay. Pneumatisch. Du brauchst nichts mehr machen. Und du brauchst keine Motor oder irgendwas. Und diese Funktion wollte ich halt einfach nicht umbauen und wollte die halt einfach erhalten. Deswegen packen wir für die Simson Mopeds dann zwei Massenschwungrad rein, dann funktioniert es und passt. Ja. Cool. Motorrad abstimmen, musst du einmal erklären. Das heißt, das sind dann irgendwelche Supersportler? Nein, eigentlich mehr denn, wenn wir mal eine MZ haben oder wenn wir mal. Okay. Also auch Vergaser abstimmen. Genau, so Vergaserabstimmungen, mal mit Zündungen. Da haben wir halt viele Leute, die halt einfach an ihren Motorrädern rumschrauben, sind dann meistens kleinere Motorräder. Mhm. Aber ich habe halt auch oft Kunden, die kommen dann selber mit einer 1000er BMW her, mit 200 PS und haben ihren Laptop zum Abstimmen selbst bei und stimmen sich dann halt auch selbst ab. Also wir sind halt wirklich auf Zweitaktmotoren halt wirklich spezialisiert. Das muss man ganz klar so sagen. Wie viel PS kann der theoretisch? Das ist nicht mal begrenzt. Also wir hatten auch schon mal ein Dragstar-Motorrad drauf, was im Saugbetrieb, im ganz normalen Betrieb 200 PS hatte und mit Lachgas halt 600 PS fährt. Ist das der David? Heißt der David oder nicht? Nein, heißt er nicht. Nein. Weil wir haben nämlich im Team Alus Racing Portfolio, da gibt es auch so einen hammerkranken David, kommt nämlich auch aus Berlin hier. Okay. Hat jetzt einen, ich glaube, einen 47er Lader drauf. Und kann auf so Moped? Und kann so 5, 6 Bar fahren. Oha, das ist krass. Er kann auch bis 600 aufdrehen. Also. Genau. Also kompletten Eigenbauraum. Ne? Ja, kompletten Eigenraumer mit Dockgetriebe über Druckluft, vollkommen behindert. Genau. Und bei denen ist es halt so, da gibt es halt, glaube ich, zwei Klassenunterschieden. Einmal die mit Aufladung, die halt Turbolader oder Kompressoren drauf haben. Und dann halt einmal die halt mit Lachgas fahren. Mhm. Und der Hagi, von dem das Motorrad halt war, der ist halt mit Lachgas gefahren. Das ist so krank. Ein 200 PS Motorrad auf so einem Prüfstand ist schon echt heftig. Ne? Und wenn dann auf einmal Lachgas, so eine, klar, das dreht alles nur noch durch auf dem Prüfstand, das kriegst du gar nicht mehr auf die Rolle. Ne? Ja. Aber diese Kraftentfaltung und wie das reinkickt, wenn das Lachgas halt kommt, weil die fahren es ja auch in einer Dosierung, die richtig sportlich ist. Richtig sportlich wird, oh nee, also der David ist auch so behindert, der fährt auch eine 7,9er, aber so auf 300. Und das wirklich, hat noch nicht mehr mein Sitzkissen drauf, das ist wirklich nur so eine Aluschale, wo da drauf liegt und die Füße hängen so nach hinten raus und dann einfach nur einfach gib ihm. Ja. So, okay, und dafür sind auch die ganzen Pötte. Genau, dafür sind jetzt hier ein paar Pötte, wir haben ja gar nicht alle hängen, die wir besitzen so, weil beim Zweitaktmotor ist halt das einer der wichtigsten Faktoren halt der Auspuff, weil wir generieren unsere Aufladung halt über diesen Auspuff, über diesen Resonanzeffekt, den wir da halt haben, ist halt so wie bei euch der Turbolader, ist das bei uns das Teil, was halt für die Leistung auf gut Deutsch sorgt. Das heißt, du steckst da wirklich auf dem Prüfstand verschiedene Auspuffe drin? Ja, also es passiert dann auch mal, dass du 20 Auspuffe an einem Motor mal schnell testest. Aber dann für nicht zum Abstimmen, sondern für Entwicklungszwecke? Genau, das sind meistens für Entwicklungszwecke, klar auch mal zum Abstimmen, aber als Tuning-Firma weißt du denn, wenn jetzt Kunden herkommen, weißt du eigentlich schon, welcher Auspuff eigentlich gut funktioniert. Dementsprechend grenzt du es dann natürlich schon ein, aber wenn wir jetzt manchmal einen Rennmotor bauen, womit wir Beschleunigungsrennen fahren, dann bauen wir halt auch mal 20 Auspuffanlagen für diesen Motor, die sich alle minimal unterscheiden von den Winkeln her, vom Volumen und ja, testen die dann halt einfach durch, welcher halt tatsächlich dann am besten funktioniert, weil es ist halt wirklich eine Wissenschaft. Du kannst es berechnen, grob, aber final musst du immer testen und probieren. Wo ich hier das gute Titanband sehe, bringt das was beim Zweiten? Ja, und du siehst es sofort am Leistungsdiagramm. Wenn du zum Beispiel, weil wenn du nämlich den Auspuff in diesem Hitzeschutzband einwickelst,
wird er einfach heißer. Du hältst das Abgas auch, bekommst halt einfach heißer und dementsprechend ist es halt von der Bewegung her, weil das Volumen größer ist, ist dieser Resonanzeffekt halt schneller. Und dementsprechend hat es denselben Effekt, wie wenn du den Auspuff ein bisschen kürzen würdest und damit verschiebst du dann das Drehzahlband wieder weiter nach oben. Okay, und dadurch kannst du dann zum Beispiel im Überdrehverhalten, kannst du dann zum Beispiel nochmal ein paar hundert Umdrehungen oder auch mal 1000 Umdrehungen gewinnen mit so einem Hitzeschutzband. Das ist aber auch nicht, aber es ist aber auch nicht immer bei jedem Motor gleich. Das musst du dann auch wieder testen. Bei manchem Motor macht es halt Sinn, weil der Auspuff minimal kürzer nochmal ein bisschen besser wäre. Und bei manchem macht es halt keinen Sinn, weil er halt länger besser wäre. Und das ist halt genau diese Wissenschaft. Ich hoffe, ich hole jetzt nicht zu viel aus, aber es ist genau diese Wissenschaft, warum dieser Auspuff so extrem wichtig ist und warum du dann halt, weil wenn wir jetzt 20 Auspuffe testen, ist es nicht so, dass die so eine Unterschiede haben, sondern die sind so feinfühlig. Und wenn du es dann richtig übertreibst und du hast deinen perfekten Auspuff, baust du diesen Auspuff mit den Maßen nochmal 20 Mal, weil die laufen alle unterschiedlich. Und das siehst du sofort am Leistungshergang. Und dass man nicht irgendwie was baut, was so ein bisschen, ich sag mal, wir hatten das im Rennbootbereich mit verstellbar, dass man die Länge variieren kann? Funktioniert. Aber auch nur im bei bestimmten Einsatzzwecken. Du kannst jetzt zum Beispiel so direkt jetzt auf die Simson bezogen, ist es relativ schwer zu realisieren. Ja, also ich meinte jetzt nur auf dem Prüfstand. Auf dem Prüfstand kannst du es so machen. Nur für Abstimmungsfehler. Genau, wir haben zum Beispiel auch schon Auspuffe gebaut, wo wir im Krümmerbereich eine Art Schiebestück hatten, was zylindrisch war, um halt im Millimeterbereich mit einer Klemmschraube sozusagen testen zu können, welche Länge ist genau perfekt. Ja, sowas bauen wir halt auch. Aber das sind dann natürlich halt wirklich Erfahrungen, die einem keiner nehmen kann, wenn man das mal getestet hat. Das ist, und du lernst auch bei der Zweitaktgeschichte nie aus und es kommen immer wieder neue Dinge, wo du irgendwas dazu lernst, wo du merkst, das funktioniert auf einmal. Ja. Eine Frage dazu, weil leider ist es ja so, dass die geilsten Pötte auch die illegalsten Pötte optisch sind, ne? Richtig. Man halt immer sofort. Ja. Angenommen, wir wollen jetzt so ein bisschen Street Legal mäßig bleiben und man fährt halt eher so in Richtung Optik. Geht das auch, dass man da leistungsmäßig ansatzweise an so eine Tüte, wie sie daneben hängt, rankommt? Oder? Wir haben jetzt zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal hier so einen Auspuff anguckt, das ist so ein Daily Race Auspuff, den verkaufen wir auch relativ häufig. Daily Race, genau. Der Name passt jetzt schon, weil du hast halt hier diesen Gegenkonus, den du jetzt hier zum Beispiel bei dem hässlichen Auspuff hier siehst, den hast du hier jetzt in diesem zylindrischen Teil innen drin eingesetzt. Und mit den Auspuffen, das ist jetzt zum Beispiel ein Originaler dagegen. Und da seht ihr jetzt schon mal den Unterschied. Das ist ein komplett Serienauspuff und das ist unser Tuning-Auspuff. Ne? Mit dem können wir zum Beispiel schon bei 60 Kubik, bei kleinen Motoren auch mal 15 PS, da hast du auch diesen Resonanzeffekt, den spürst du auch schon richtig stark. Und wenn du den Auspuff daneben siehst, der ist ja jetzt nicht viel anders, ne? für einen Laien jetzt. Ne? Aber der Unterschied da drin sind mal locker 6, 7, 8 PS, ne? Was in dieser Welt heftig viel ist einfach. Ja. Ne? Genau. Aber der geht, ich hoffe, das kann man auf der Kamera sehen, der geht hier wieder kleiner zusammen. Genau. Der ist einfach nur gerade. Genau, der ist komplett zylindrisch. Die haben, glaube ich, um die 70 mm Durchmesser und die sind hier im Mittelteil, da wo wir es brauchen, etwas dicker. Genau. Das ist halt so ein gutes Mittelmaß zwischen Originaloptik und trotzdem eigentlich ein kleiner Rennauspuff. Der funktioniert natürlich nie so und du hast niemals damit so eine Spitzenleistung wie mit einem richtigen Rennauspuff. Das muss man halt einfach so sagen, weil du es vom Volumen her halt nicht hinbekommst. Aber es ist ein sehr guter Kompromiss, auch für Straßenmopeds und Originaloptik sind das echt gute Auspuffe, wo du halt trotzdem schon eine gute Leistung mit hinbekommst. Das ist natürlich auch mal eine interessante Art, ne? Ja. So aus zwei, das zwei gewalzten, geformt. Von auch JW-Sport, da hast du zum Beispiel Aufkleber an der Moped, glaube ich, dran, habe ich gerade gesehen. Genau, der Hersteller hat den Auspuff jetzt zum Beispiel hergestellt. Da arbeiten halt wir Tuner halt auch oft eng zusammen, dass der eine probiert mal den Auspuff von den anderen. Den habe ich zum Beispiel von dem Chef von JW Sport selbst mal zugeschickt bekommen, weil er meinte, ey, probier mal, teste mal. Heißt ja auch cool, dass ihr untereinander klappen. Genau, das ist, genau. Weil ich finde, so ein bisschen an so einen Zweitakt-Auspuff gehören halt leider die einzelnen. Ja, also optisch, technisch gesehen ist das natürlich cool, weil du hast keine Quernähte sozusagen, wo du Verwirbelungen halt hättest. Aber wir haben es auch mal leistungstechnisch probiert, dass wir einen Hydro-Auspuff genau neben so einem geschweißten gehalten haben. Und du hast leistungstechnisch keinen Unterschied messen können. Also es ist halt, theoretisch ist es so besser, weil es halt strömungsorientierter ist, aber in der Praxis macht es tatsächlich keinen Unterschied. Weil es setzt sich ja auch beim Zweitakter der Ruß, den du im Abgas hast, oder das Öl, was du halt mitverbrennst, der setzt sich dann halt auch über die Nähte irgendwann rüber und irgendwann ist dann halt auch eine glatte Fläche. Ja. Halt, genau. So, soviel zum Thema Prüfstand. Was möchtest du uns als nächstes zeigen oder direkt Simson aufspannen? Wie ihr wollt. Also wir können mal so ein bisschen durch die Firma laufen, dann zeigen wir euch mal so ein paar Stationen oder so ein bisschen das, was wir hier machen. Und dann später würde ich sagen, schnallen wir einfach mal deinen Moped auf den Prüfstand. Wir haben auch noch ein anderes Moped, das schneiden wir auch mal drauf. Geil, okay.
Genau, da könnt ihr euch drauf freuen. Hier sind wir halt im Motorenraum. Mhm. Der hat auch nicht unbedingt, ja, das Hauptaugenmerk liegt jetzt hier auch nicht auf schicke Wände oder irgendwas, sondern Funktionalität, mhm, wo wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben. Genau, und hier werden halt im Prinzip Motoren zusammengebaut, montiert. Also ja, der Simson-Markt ist wirklich so groß, dass wirklich Leute ganze Motoren bei euch bestellen. Genau, also das ist eigentlich auch eins unserer Kerngeschäfte mit, dass die Leute, die Kunden, Motoren zu uns einsenden, meistens ihre Standardmotoren, und sich dann im Online-Shop zusammen konfigurieren können, ey, welche Kurbelwelle, welcher Zylinder soll darauf, welcher Primärantrieb rein, welche Kupplung. Ja, okay. Dann kriegen die Mitarbeiter hier, die Motoren zusammenschrauben, sozusagen eine Liste, so eine Laufzelle zu ihrem Motor. Und dann wird der Motor erstmal zerlegt, wird geprüft. Mhm. Man guckt sich halt an, ob irgendwas kaputt ist, ob die Motorengehäuse verwendbar, ja, sind. Sie werden gereinigt. Wenn dann das Gehäuse verwendbar ist, wird das dann meistens, mhm, aufgeschweißt, wird dann auf Fräsmaschinen halt bearbeitet, dass halt größere Zylinder raufpassen, dass andere Getriebe reinpassen etc. Mhm. Da wird dann halt viel zersparende Arbeit halt dran vorgenommen. Und dann werden die Motoren nochmal natürlich gereinigt und dann halt montiert. Genau. Mhm. Weil im Autobereich ist es halt so, wie oft kommt das dann mal vor, dass du wirklich so einen ganzen Motor irgendwie so machst, ne? Ja. Und hier ist halt wirklich noch, gibt ja ein paar Motoren da, ne? Genau. Das ist halt auch dem geschuldet, dass man so einen Motor leicht per DHL versenden kann. Klar. Du kannst so einen Motor schnell innerhalb von einer halben Stunde ausbauen, was bei euch ein Riesenakt wäre. Ja. Weil es wird ja auch mindestens genauso viele Leute auch noch zusätzlich geben, die sich so einen Motor selber bauen. Weil richtig, jeder wird es ja immer, auch, genau, deswegen auch bin ich so begeistert, wie riesig dieser Markt ist. Das ist jetzt ursprünglich aber ein 50-Kubik-Motor. Genau, das wird ursprünglich ein 50-Kubik-Zentimeter-Motor gewesen sein. Da wird jetzt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, welcher Zylinder, weil ich jetzt hier nicht jeden Tag drin arbeite, sage ich mal. Ja, das machen halt die Mitarbeiter. Aber ich erkenne schon am Guss, dass das jetzt einer von unseren neuen Zylindern ist. Wir haben halt eigene Zylinder halt gießen lassen. Eigene Zylinder habt ihr auch? Genau. Okay. Weil du hast halt... Ja, da müssen wir da gehen wir auf jeden Fall gleich im Detail da nochmal drauf ein. Genau, da können wir dann, wenn wir im Zylinderraum sind, da nochmal drauf eingehen. Mhm. Genau. Was hat so ein Motor serienmäßig an Leistung? So um die 3 bis 4 PS, also die streuen eher ein bisschen nach oben. Genauso 3, 4 PS kann man sagen. Genau. Und damit wir einfach mal so ein paar Fakten einbringen, Rekord auf so einem Motor? Ist aktuell, glaube ich, bei 48. 48 ist? Ja. Wie viel Kubik hat das Ding denn? Ich glaube 125. Genau. Ah, okay, genau. Verstehe. Das ist aber, nicht von uns. Aber da muss man auch mal ehrlich sagen, das ist nicht das Problem, die Leistung zu bauen. Das Problem ist, es haltbar zu bekommen, in puncto Getriebe, Kupplung etc. Mhm. Also einen Motor mit 50 PS zu bauen, ist aus so einer Simson-Basis, klar, da gehört schon was dazu. Ich will jetzt nicht kleinreden, aber es ist auf jeden Fall mit relativ normalen Mitteln für uns Tuner als Firma, wäre es auf jeden Fall machbar, auch einen Motor mit 50, 60 PS zu bauen, auch mit mehr Hubraum etc. Aber das Problem ist halt einfach, wobei man dann aber dazu sagen muss, dann ist ja aber eigentlich in dem Moment gar nichts mehr von dem ursprünglichen Motor. Naja, nicht viel. Ja, so. Das Gehäuse dann halt noch, was man dann weiter bearbeitet. Ah, das geht. Okay, ich hätte jetzt gedacht, bei 125 Kubik, die da drin sind, muss das auch schon komplett anders sein, das Gehäuse. Ja, ist es. Also es wird dann natürlich komplett aufgeschweißt und es geht dann natürlich auch nur mit Fremdzylindern. Also mit so einem Simson-Zylinder, da sind dann irgendwann, ich sag mal, bei 20, 30 PS ist dann irgendwann noch Ruhe. Da schaffst du halt einfach nicht mehr, egal wie viel du da rausfräst, egal was du da drin bearbeitest, weil du halt einfach an Grenzen stößt, ne, vom Material her etc. Und wenn wir bei der Serienoptik so ungefähr bleiben, dass es noch so einigermaßen aussieht, wo kommt man da so hin? Da haben wir zum Beispiel einen Motor im Angebot, den wir auch häufig bauen, der hat 120 Kubik, der sieht von außen 100% Serie aus, also da würdest du jetzt, wenn jetzt einer von denen der 120er wäre, würdest du es nicht sehen. Auch auspufftechnisch dann noch so? Auspufftechnisch auch mit diesem Daily Race Auspuff, okay, den ich euch vorher gezeigt habe, der ein bisschen größer ist, aber grob trotzdem original aussieht. Mhm. Und da haben wir halt, ja, so zwischen 20 und 24 PS, je nach Abstimmung, je nachdem, wie man es halt haben möchte, genau. Und das fährt dann auch schon wirklich richtig, richtig gut und sieht halt original aus, ne? Schon, ja. Ja, so 20 PS in so einer Summe. Schon geil. Auf jeden Fall. Das wäre dann schon, genau. Gehen bei 3 PS? Ist das auf dann jeden Fall. Also da sind Welten dazwischen. Und Welten sind halt auch dazwischen. Du kannst halt auf deinen originalen Motor zum Beispiel einen 60 Kubikzentimeter Zylinder aufbauen. Das sind dann auch die wir uns gießen lassen haben. Und du fährst einfach mal 15 PS. Das ist die fünffache Leistung. Mit einfachen Mitteln, weißt du, da bist du vielleicht bei 500 Euro, was du investieren musst mit allen Teilen, dass es halt auch vernünftig hält. Mhm. Und du hast halt einfach die Leistung und Originaloptik, alles. Ne? Cool. Und kannst auch jederzeit wieder zurückrüsten, das ist halt auch das Gute dabei. Mhm. Aber für die großen Zylinder ist es dann tatsächlich so schon, dass wirklich selbst das eigentliche Motorgehäuse bearbeitet wird, aufgeschweißt wird, dass man es noch größer hinkriegt, also, und so weiter. Du hast ja im Prinzip, guck mal, unten bei den meisten Zylindern guckt halt die Laufbuchse oder ein Teil der Laufbuchse immer unten raus. Und du musst dann natürlich das Gehäuse aufspindeln, dass du die größere Laufbuchse halt auch raufgesteckt bekommst,
Dann hast du ja bei größeren Zylindern hier unten große Kanaltaschen, wo halt das Frischgas vom Kurbelgehäuse halt hoch in den Brennraum halt kommen muss. Und das musst du dann natürlich auch aufschweißen und anpassen. Mhm. Und genau. Man muss dazu sagen, wir könnten jetzt diese Thematik Zylinder noch extrem vertiefen. Das machen wir aber auf jeden Fall später. Genau, würde ich. An irgendeinem Projekt, mal gucken. Interessiert mich brennt, Zweitakt-Thematik. Das würde jetzt auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Genau. Hast du einen Zylinder von euch hier? Habe ich hier in der Kiste, warte mal. Genau, hier kannst du ja mal, müssen wir aufpassen, weil der Zylinder war in der Kiste, dass das natürlich jetzt nicht vom Kunden wegkommt. Wenn man jetzt mal hier die Zylinder nebeneinander hält, dann sieht man, glaube ich, schon als Laie, ich muss hier nur ein bisschen verdicken, weil der Zylinder ist von einem anderen Tuner und ich will jetzt nicht den unbedingt schlecht machen oder irgendwas, weil wozu? Aber du siehst halt hier schon strömungstechnisch, denke ich, oder? Ja, ja. Die Unterschiede, du die hast Kanäle, halt, ja. Genau, hier sind sie halt einfach nur mit einer Bohrmaschine reingebohrt. Ja, ich weiß nicht, ob man es sieht, um da zusätzliche Kanäle rein, genau, so. Versuch das mal abzudecken, genau. Von hier da so, wenn du das Loch siehst. Und dann so in den Zylinder rein da. Damit man es halt überhaupt bearbeitet bekommt. Genau. So, also irgendwie diesen Kanal reinkriegt. Genau, einfach um mehr Querschnitt zu haben, um innen drin diesen Spülvorgang, der beim Zweitakter wichtig ist, auch anders gestalten zu können, kommen halt diese zusätzlichen Kanäle rein. Und das ist jetzt hier so ein ja. Das ist auch schon ein Repro-Zylinder oder das ist der Original-Zylinder jetzt gerade? Nein, das ist im Prinzip ein, kann man eigentlich sagen, ein originaler Zylinder, der dann bearbeitet wurde. Okay. Genau. Und da sind dann auch schon so um die 10, 11 PS auch schon drin. Mhm. Und mit unseren gegossenen halt hast du halt 15 PS, was halt in der Region eine Welt ist. Mhm. Ja, und ich denke, man sieht schon wirklich auch klar. Als Laie den Unterschied. Ne? Wir haben halt hier einen Doppelauslass, wo wir einen Steg im Auslass haben. Damit können wir eigentlich fast die doppelte Auslassfläche halt einfach fahren. Mhm. Genau. Und da haben wir halt jede Menge Vorteile halt durch, weil du kannst halt mit einem Drehmüll und mit einem Fräser kannst du halt viel da drin wegnehmen, aber du kannst halt schlecht Material irgendwo ranbringen und so weiter. Und du kommst an manchen Stellen auch nicht ran. Was aber, wenn du es gleich so gießen lässt, natürlich alles möglich ist. Weil du das alles so gießen lassen kannst, wie du es in deinem Kopf halt drin hast. Geteilter Auslass, deswegen doppelte Fläche, weil du in der Mitte den Kolbenring wieder abstützen kannst. Genau. Okay. Weil sonst würde ja der Kolbenring da in dem Auslass halt reinfedern und würde sich dann halt selbst auffressen, auf gut Deutsch. Ja, wenn man hier so reinguckt, bleibt halt auch nicht mehr viel Fläche frei, die halt nicht benutzt ist. Ne? Richtig. Ja. Und okay. Wenn man das halt clever aufbaut, ist aber trotzdem absolut haltbar. Das, halt das heißt, dieser Zylinder ist wirklich komplett von euch überdacht. Also ist nicht genau. So original, genau, einmal kopieren also, und genau. Anders, sondern schon so auch Kanäle und so weiter, alles anders genau, gestaltet. Genau, also wenn du hier zwischen den Kühlrippen reinguckst, siehst du, dass da überall mehr Material ist. Also den Zylinder haben wir komplett hier im Haus gezeichnet und komplett entwickelt. Mhm. Das kann man so definitiv sagen. Klar, das Gießen machen wir nicht selbst. Ja, klar. Das würde den Rahmen halt sprengen, aber... genau, die Entwicklung ist komplett hier entstanden und aus dem Nichts. Also wir haben den wirklich aus dem Nichts konstruiert und gezeichnet. Ja. Und ich sehe keine eingepresste Buchse. Genau. Ne, das bei ist, denke ich, auch dein Hauptaugenmerk. Ne? Genau, weil du hast halt den Vorteil, original sind ja da Grauguss-Laufbuchsen drin. Mhm. Und Grauguss dehnt sich natürlich anders aus als einen Kolben, der aus Aluminium ist. Wenn man es jetzt mal ganz einfach so sagt. Ja. Ja, dass die Materialien alle nochmal ein bisschen anders sind, das wissen wir jetzt, aber es würde halt auf den Rahmen springen. Und da ist halt das Coole, dass der Zylinder natürlich auch dadurch, wir haben jetzt hier, genau, wir haben einfach nur eine Laufbuchse aus Aluminium, wo eine Art Chrombeschichtung drauf ist. Das haben Mahle damals erfunden, die haben da ein Patent drauf angemeldet und genau, so in der Art nutzen wir das jetzt hier auch. Mhm. Da haben wir eine Hartchrombeschichtung auf dieser Laufbuchse drauf und das Gute ist, wir kriegen die Hitze viel besser weg, also thermisch laufen die viel stabiler als mit einer Grauguss-Laufbuchse und wir können nicht so schnell Kolbenklemmer bekommen, weil nämlich der Ausdehnungskoeffizient halt einfach nahezu identisch ist. Und, genau. Und diese, das ist eine sogenannte Nickersilbeschichtung. Genau. Die ist auch so, die ist auch viel, viel härter von der Oberfläche. Genau, geworden, richtig. Ne? Das ist halt auch wieder ein weiterer Vorteil, dass eigentlich sich fast nur der Kolben abnutzt und du dann 3 bis 4 Mal einen neuen Kolben halt wieder fahren kannst, ohne dass du den Zylinder schleifen lassen musst. Also quasi Ölwechsel gleich Kolben einfach mitmachen. Ja, Öl wechselst du ja hier jetzt nicht. Weil wie ist das beim Zweitakter, was den Hohnschliff angeht? Also wenn so ein Kolben doch mal so ein bisschen verschlissen ist oder so, kann man da einfach neuen Kolben rein und weiter oder muss das auch genau, schon richtig akkurat immer aussehen? Das ist echt erstaunlich, so ein Zylinder, wenn der hier 10.000, 15.000 Kilometer gelaufen ist und du baust ihn auseinander, der sieht aus wie neu. Mhm. Weil diese Hartchromschicht wirklich so hart und so fest ist, dass die sich wirklich fast nicht abnimmt. Also wenn du die nach 15.000, 20.000 Kilometer vermisst, ist sie maximal ein 100. Millimeter größer als vorher, Durchmesser. Ja, das ist nicht so. Da nutze ich, eigentlich kann man fast sagen, fast nichts ab. Mhm. Was für Laufspiele macht man bei so einem Zweitaktmotor? Also wenn es jetzt wirklich so in diesen 30 PS-Bereich geht oder so? Genau, da kommt man dann wieder zu dem Punkt, wo man sich so ein bisschen entscheiden muss, auch als Tuner, weil
umso enger das Laufspiel ist, umso länger hält der Motor natürlich. Mhm. Aber du kannst halt schneller Kolbenklemmer bekommen durch die Thermik. Dementsprechend musst du bei stärkeren Motoren auch immer ein bisschen mehr Einbauspiel halt geben. Mhm. Genauso wie wenn die Bohrung und der Kolben insgesamt größer wird, musst du halt auch ein größeres Einbauspiel halt machen. Mhm. Genau, also jetzt hier sind wir so zwischen, ich sag mal bei Tuning, Simson Tuning Motoren zwischen 4 und 600stel in dem Bereich, okay. Bewegt man sich da genau. Bei Rennmotoren natürlich, die nur auf der Rennstrecke Volllast kriegen und das eine halbe Stunde drüber hinweg, da fährst du auch mal schnell 700-800stel, weil dann, wenn der richtig heiß ist, hat er das richtige Einbauspiel und da musst du es auch einfach machen, dass du keine Klemmer bekommst. Mhm. Kolben dann logischerweise dementsprechend auch ein eigener von euch. Genau, da haben wir, da haben wir halt auch komplett eigene Kolben gezeichnet und entwickelt. Das ist jetzt hier ein Zweiringkolben, wir haben auch Einringkolben. Wo ist, also ich wollte gerade fragen, wo ist der Unterschied? Ist halt einmal mit einem Ring und zwei Ring technisch gesehen? Technisch gesehen hast du, ja, wie soll ich sagen, der Kolbenring stützt halt den Kolben halt sehr doll da drin. Und wenn du halt zwei Ringe drauf hast, kann man eigentlich sagen, dass der Kolben einfach länger hält. Mhm. So, und gerade bei Motoren, die jetzt nicht so hoch drehen, die man viel im Alltag fährt und die halt einfach zuverlässig auf Dauer laufen sollen, ist eigentlich ein Zweiringkolben immer die bessere Wahl. Für Motoren, die halt Rennmotoren sind oder die mehr Leistung haben, da nehmen wir dann halt einen Ringkolben. Hm. Ja. Weil tatsächlich der Ring auch in Sachen Reibung Leistung kostet. Genau. Das ist wirklich so? Genau. Kannst du sogar messen. Also ich hab's selbst auch mal gemessen. Es war, glaube ich, ein halber PS gewesen. Ist jetzt in eurer Autowelt gar nichts, aber bei uns ist prozentual ein halber PS halt schon viel. Genau, richtig. Dann bauen wir doch bald einen Ringkolben in Auto. Oder was halt auch noch so ein Punkt ist, bei der Kanalgestaltung, du hast ja beim Zweitaktmotor auch mal einen Ringstoß, dass sich der Ring nicht verdrehen kann, weil die Öffnung dürfte halt ja nicht in den Kanal reinkommen. Und das ist halt auch ein Grund, warum die meisten noch stärkeren Motoren dann wegen der Kanalgestaltung auch einen Ringkolben nutzen müssen, weil sie halt gar nicht genug Fläche hätten. Flächen, wo dann noch zu ist. Genau, wo halt einfach kein Kanal kommt, richtig. Ja. Mhm. Okay. Deswegen haben die meisten Rennmotoren dann halt einen Kolbenring, genau. Okay. Ja. Genau, also das ist... Aber von der eigentlichen Abdichtung und Kompression und so weiter ist es egal? Na, auch nicht egal. Also du merkst einen Unterschied auch direkt schon am Kickstarter beim Moped, ob du einen Ein- oder einen Zweiringkolben drin hast. Weil ein Zweiringkolben dichtet halt einfach erstmal. Das wäre meine Vermutung auch so gewesen. Genau, aber bei hohen Drehzahlen ist es dann auch wieder nicht so erforderlich. Da macht dann der Reibungseffekt wieder mehr Verlust als der Verlust, wie das Gas da halt am Kolbenring maximal noch ein bisschen vorbeigehen könnte, sozusagen. Ja. Genau. Plus beim Zweitakter ist ja auch eh der Bereich, wo mal kein Kanal offen ist, also wo da wirklich richtig Druck drauf ist. Das sind ja hier, keine Ahnung, du wirst mir wahrscheinlich einen Grad sagen können. Ja. Das sind wahrscheinlich, ich habe wirklich keine Ahnung, ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, 60 Grad oder so, bis das erste Mal ein Kanal wieder aufgeht. In dem Dreh, genau. So, ne, weil... Da ist natürlich die Abdichtung auch ganz anders als beim Viertakter. Ne? Richtig, das ist ein komplett anderer Part. Deswegen kann man auch Zwei- und Viertaktmotoren immer nicht direkt miteinander vergleichen. Ne? Wir müssen einmal kurz, ist das die passende Bohrung? Kann ich den hier so gerade reinstecken auseinander? Ich wollte den Zuschauern gerne noch einmal zeigen, über was wir überhaupt reden. Für diejenigen, die es wirklich noch nie sich mit dem Zweitakter beschäftigt haben. Wir reden theoretisch davon, dass wenn der Kolben runtergeht, irgendwann sich diese ganzen Kanäle öffnen. Und das ist quasi übertrieben gesagt der Ersatz des Ventils beim Viertakter. Und da geht halt Luft raus und Luft rein. Genau, und da ist halt ganz entscheidend, wann welcher Kanal öffnet, wie er öffnet, in welcher Reihenfolge sie öffnen. Das ist dann genau das, womit wir uns dann halt tiefgründig beschäftigen. Und wenn wir dann nämlich auch immer über Gradzahlen beim Zylinder bearbeiten und so weiter reden, dann reden wir wirklich davon, dass es ja eigentlich weniger als Millimeter wahrscheinlich, wie genau man das da macht. Man sollte schon im 10. Millimeter Bereich. Werden die Fenster dann halt, also Steuerzeiten vergrößern, als Beispiel ist halt einfach in dem Fall das Fenster größer machen. Für den Laien einmal so grob erklärt, was wir da überhaupt. Genau, oder halt in Laufrichtung gesehen, die Steuerkanten, wann der Kanal öffnet. Wenn du halt mehr Steuerzeit fährst, fräst du sie dann nach oben, dann öffnet der Kanal halt einfach früher. Genau, und wenn du sie halt nicht wegfräst, ist halt tiefer und hast du weniger Steuerzeit. Also die Größe seitlich gesehen ist jetzt nicht entscheidend, aber die Höhe. In axialer Richtung, wenn man die Kolbenachse sieht, wie er hoch und runter geht. Ist natürlich krass interessante Thematik. Ihr macht sowas auch hausintern, Zylinder? Steuerzeiten anpassen? Genau, das ist ja unser Hauptsteckenpferd, dass wir die Zylinder bearbeiten, sie umfräsen oder halt eigene Zylinder entwickeln und gießen lassen, dass sie gleich perfekt sind. Genau. Ihr könnt ja mal einmal in die Kommentare auf jeden Fall reinballern, ob ihr da Bock drauf habt, dass wir da mal so richtig intensiv drauf eingehen, weil mich würde es brennend interessieren. Ja, wollte ich schon immer mal, dass wir wirklich mal einen Zylinder mitbringen. Wir hätten da ja noch so das eine oder andere Zweitaktprojekt. Apropos Kommentare. Da habe ich auch gerade dran gedacht. Auf jeden Fall in diesem Fall erstmal, dass wir mal mit dem Zylinder herkommen und den mal einmal durchbearbeiten.
Weil ich stelle es mir alleine schon interessant vor, da überhaupt da drin was zu bearbeiten. Ja, da erstmal reinzukommen. Viel Platz ist das ja nicht hier. Ne? Deswegen du krasses Fräswerkzeug, ne? Richtig, erstens das und zweitens brauchst du extrem ruhige Hände. Weil du musst halt im 10. Millimeter Bereich fräsen und das freie Hand theoretisch. Ja. So, das macht es natürlich auch so schwer, da Mitarbeiter zu finden, die das hinbekommen, dass es auch in einer vernünftigen Qualität ist. Weil ihr wisst ja selber, wenn man jetzt einfach als Laie, als Ungeübter mal irgendwo was mit einem Dremel fräst, wie das aussieht. Wenn wir eine Oberfläche gefräst haben, dann sieht es wirklich, das ist extrem akkurat gerade und so und das ist halt extrem wichtig. Im CNC-Bereich macht man sowas noch gar nicht? Teilweise. Also du kannst halt, das Problem ist, du kannst hier in den Kanälen, kommst du einfach nicht rein, selbst mit einer guten 5-Achs-Fräsmaschine. Klar, es gibt Winkelköpfe, die würden theoretisch reinkommen, aber das Problem ist, dass die Grundzylinder, die du bearbeitest, alles Gussteile sind. Und die sind alle unterschiedlich, auch gegossen. Selbst wenn du von der gleichen Serie ein Gussteil nimmst, sind die immer ein bisschen unterschiedlich. Und das erklärt man einer CNC-Fräse. Nee, ich hätte mir, also mit CNC war jetzt ein bisschen übertrieben. Ich hätte mir jetzt zum Beispiel was überlegt, irgendwie eine Standbohrmaschine zu nehmen, wo 90-Grad-Fräser halt drin ist. Ich vermute mal, das wird mit so einem 90-Grad-Fräser wahrscheinlich gemacht. Und dann halt die auf eine Höhe einstellen, dass man halt zumindest die Tiefe vom Kanal so ein bisschen von Steuerzeiten. Die Tiefe wäre das Einzige, was du fräsen könntest. Aber was auch noch viel entscheidender ist, sind gar nicht die Kanalfenster direkt in der Laufbuchse, sondern die Kanäle dahinter, weil du musst sozusagen... Ach du Scheiße, kannst ja nicht mal hingucken. Richtig, du siehst es manchmal nicht mal da, wo du fräst, kannst du nicht hingucken. Mhm. Und das macht es halt so schwierig. Und da brauchst du halt dann jahrelang Erfahrung, um halt genau zu wissen, wie die Kanäle da drin spülen, weil du willst halt mit dem Frischgas, was aus diesen Überströmkanälen kommt, das ganze alte Gas aus dem Brennraum wieder rausdrücken und das so effizient wie halt möglich. Und das ist halt die Wissenschaft. Und dann ist auch noch das Verrückte, dass dann auch noch Frischgas durch den Auspuff wieder zurückreflektiert wird und auch wieder reinkommt. Und das alles übereinander zu bringen, das ist schon echt nicht einfach, sich das im Kopf überhaupt vorzustellen, was da drin eigentlich gerade passiert. Ne? Aber nehmen wir als Beispiel, um das abzuschließen, den originalen Simson-Zylinder. Was geht da leistungsmäßig? Es muss ja immer in Kombination logischerweise zum Rest sein. Also es muss natürlich der Auspuff passen, es muss Vergaser passen, es muss alles passen. Genau. Aber gehen wir vom Ideal aus, perfekte Peripherie mit einem Originalzylinder und einem gemachten Zylinder? Man muss jetzt davon auch wieder unterscheiden, wie viel Zeit kann man darin investieren. Wenn ich jetzt natürlich 2 Wochen Zeit habe, um den Zylinder zu fräsen, was wir für so ein Tunerbette, wo wir mal drüber gesprochen hatten, wenn man das macht, naja, da sitzt du dann halt 2 Wochen an so einem Zylinder und dann geht auch aus dem Originalzylinder auch über 20 PS. Das ist machbar, auch bei 50 Kubik, aber es ist natürlich mit so einem Riesenaufwand umsetzbar, dass es einfach fast nicht mehr im Verhältnis steht. Weil man wirklich so detailliert, klein, da wirklich so im 10 mm Bereich die Ecken rausholt. Wie die Kanäle rausholt. Da drin spüren und dann nimmst du dir so eine Art Abformmasse, die du flüssig in die Kanäle reinkippst einfach, die lässt du dann abhärten, ziehst du wieder raus, dann siehst du ja die Kanäle, weil du an manchen Stellen ja gar nicht mal hingucken kannst. Und wenn du da dann eine Mini-Beule noch hast, die du weghaben möchtest, das ist eine Riesenwissenschaft, das dann wegzukriegen. Ne? Ich sag dazu immer, das ist eine Kunst. Also für mich ist es, und deswegen finde ich es auch so faszinierend, weil ein Laie denkt halt, ja, die fräsen da ein bisschen und polieren die Kanäle so. Was da eigentlich da hinten dran hängt, das ist so eine Wissenschaft. Und das Schlimme ist, das ist wie eine Sucht. Du kannst halt irgendwann nicht mehr aufhören, weil du entdeckst immer wieder irgendwelche Dinge, wo du halt besser werden kannst, auch handwerklich. Ne? Selbst wenn du die Idee hast und weißt, wie es sein muss, musst du es erstmal handwerklich so gefräst bekommen, weil du kommst da so beschissen ran, das kann sich kaum einer vorstellen. Ne? Mhm. Ja. Und das ist halt der Vorteil von so einem Gusszylinder, wenn wir ihn direkt so gießen lassen können wir ganz andere Winkel realisieren, die sonst nie möglich wären. Ne? Ich würde sagen, Thema Zylinderkopfbearbeitung bzw. Zylinderbearbeitung, da gehen wir auf jeden Fall detailliert nochmal drauf ein. Gerne. Und jetzt gucken wir uns mal an, was ihr hier noch so alles produziert. Ich schreibe das mal zurück. Was zum Beispiel auch ganz interessant ist, was wir halt auch entwickelt haben. Ja, ich habe da gerade schon so reingespäht, wusste nur nicht, ob es hier auch irgendwelche... Komm, wir stellen es mal auf die Werkbank oder jeder nimmt mal eine Hälfte. Mhm. Ob es hier irgendwelche Entwicklungsteile noch gibt. Genau, das ist zum Beispiel so ein Teil, was uns extrem viel auch Zeit gekostet hat. Irgendwie alle haben Billetblöcke außer ich. Krass, Alter, das ist schon wirklich geil, Alter. So, jetzt muss man das einmal zusammenlegen. Das ist theoretisch das komplette Motorgehäuse, einmal aus dem Vollen gefräst, ne? Genau, weil beim Motorengehäuse kommst du dann halt auch wieder an Grenzen. Irgendwann sind die Lagersitze zu klein, du hast die Stabilität halt einfach nicht mehr vom Getriebe, von der Kurbelwelle, die Aufnahme etc. Und das sorgt dann wieder dafür, dass du halt ja irgendwann begrenzt in der Leistung bist, die du halt einfach fahren kannst. Das heißt, es ist wirklich dann ab einer gewissen Leistung so, dass auch das ganze Teil richtig krumm wird, bricht und reißt? Oder geht es rein nur um die Lagermasse? Es geht dabei so ein bisschen um die Gesamtstabilität des Motorengehäuses und dann ist halt auch noch der Unterschied.
ihr seht jetzt hier diese Kanaltaschen, die sind jetzt hier extrem groß. Mhm. Hier kommt jetzt ein Zylinder mit 130 Kubik drauf, so ein Honda-Zylinder. Mhm. Wenn man jetzt ein normales auch Seriengehäuse nimmt, dann musst du das hier alles komplett aufschweißen. Mhm. Und dabei bringst du verdammt viel Verzug mit rein. Das Material wird beim Schweißen auch heiß und was dafür sorgt, dass es auch wieder weicher wird, was dann auch wieder zu Problemen führt. Dann hast du irgendwann rausgerissene Gewinde etc. Genau, und hier sind halt viele Sachen dran, weiß ich jetzt nicht, das ist wahrscheinlich auch zu tief, wenn man darauf eingeht, die halt das ganze Motorengehäuse stabiler machen. Also jetzt auch zum Beispiel die Kurbelwelle, da ist es so, du hast hier zum Beispiel Wellendichtringe vor, die das Kurbelgehäuse halt abdichten und die Kurbelwelle abdichten. Und da ist halt bei den großen Drücken oft der Fall, dass die dann rausgedrückt werden, rausfluppen. Da ist hier zum Beispiel eine Sprengringnut vor, dann kann das einfach nicht mehr passieren. Des Weiteren sieht man hier zum Beispiel Bohrungen in der Kanaltasche drin, die dann wieder die Lager nochmal besser mit Kraftstoff und mit Öl versorgen, was halt original dann auch irgendwann kritisch wird. Ja, dann sind hier oben nochmal zusätzliche Verschraubpunkte, dass du halt hier keine Dichtigkeitsprobleme bekommst. Mhm. Auf der Seite, da könnte ich euch nur so viel an dem Gehäuse erzählen, was hier an Gehirnschmalz halt drinsteckt. Hier ist zum Beispiel auch so, dass hier noch ein drittes Kurbelwellenlager von außen rauskommt, was, wenn eine große Kraft drauf wird, die Kurbelwelle dann halt einfach abstützt. Mhm. Dieses Lager, was original auch nicht vorhanden ist. Hier ist ein doppelt so breites Lager drin wie original und so weiter. Also da sind halt viele Sachen dran. Das ist jetzt allerdings halt wirklich dann für die, ich sag jetzt mal, ganz, ganz, ganz großen Motoren, die mit dem eigentlichen 50er Motor nichts mehr zu tun haben. Genau, richtig. Aber es sieht halt von außen noch aus wie ein Simson-Motor. Was man auch immer nicht vergessen darf, glaube ich, bei so einem Moped-Motor gegenüber so einem Automotor, dass das Getriebe halt hier auch noch mit drin ist. Ne? Genau. Das heißt, die Kraft läuft halt auch einmal durch das Motorgehäuse. Richtig. Kann das auch ein Punkt sein, warum so ein Originales dann auch kaputt geht? Du hast, also es ist jetzt nicht so, dass das originale Gehäuse zerbricht. Noch nicht, genau. Aber du kriegst dann halt Probleme, dass die Getriebe nicht mehr halten, weil die Getriebe, die haben ja nun mal eine Gradverzahnung und die wollen sich ja, wenn richtig Kraft und Drehmoment kommt, auch auseinanderdrücken. Und dann ist es natürlich besser, wenn du das Getriebe halt ordentlich durch ordentliche Lagergassen vernünftig führst. Mhm. Ein weiterer Punkt ist, wenn du so ein Motorengehäuse geschweißt hast und du drehst den Motor durch, merkst du richtig, dass er sich relativ schwer dreht, weil das ganze Gehäuse einfach krumm ist. Es ist krumm. Funktioniert trotzdem, aber es ist krumm. Jeder, der sowas schon mal gefertigt hat, so mit Lagetoleranz und so weiter, wird wissen, wenn das einmal geschweißt ist, ist da... Dann ist alles futsch. Und das Coole ist halt hier, du drehst so einen Motor, wenn er zusammengebaut ist, einfach mit zwei Fingern komplett durch. Mhm. Und ich glaube, das erklärt schon, oder zeigt schon das meiste dahinter. Konntet ihr damit Erfahrungen sammeln, dass in diesem Gehäuse verschiedene Radsätze vom Getriebe besser halten oder mehr Leistung können als in einem Originalgehäuse? Merkt man das? Es ist, du merkst es schon beim Fahren. Mhm. Also es hört sich total komisch an, aber du hast so ein Sicherheitsgefühl, wenn du fährst, weil der ganze Motor ruhiger und sanfter irgendwie läuft. Das kann man schwer beschreiben. Und jetzt im Langzeittest, wir verkaufen jetzt diese Motoren jetzt seit ungefähr, ich glaube, ein Jahr. Wir haben keine... bis jetzt in dem Gehäuse noch keine Getriebeschäden gehabt. Ne? Das ist ja auch mega massiv. Genau. Das ist jetzt mal hier so, genau. Im Video ist das immer schwer. Kann das voll ganz verstehen. Ich würde mit dem Block auch besser gefühlt gefahren. Ja, das ist schon so krass massiv. Auf genau, jeden Fall. Klar, wir hätten jetzt hier noch Taschen mit einem programmieren können, dann wäre es leichter geworden. Ja, ja. Aber man muss dazu sagen, du hast hier einen riesen Kolben drin mit einer Kurbelwelle, die fast noch dem Originalgewicht entspricht. Mhm. Und dadurch hast du natürlich auch im Standgas das ganze Moped schüttelt jetzt auf gut Deutsch, weil es wie bei so einem Lanz Bulldog, bei so einem alten Trecker, der Kolben da drin hin und her springt. Und durch dieses, und deswegen habe ich dann auch gesagt, ey, wir lassen das Gehäuse so schwer, wo wir die Prototypen gebaut haben, weil es einfach im Standgas so sanft und so ruhig läuft und halt auch die Energie so ein bisschen mit aufgenommen wird durch das Eigengewicht. Und bei der Leistung ist das Gewicht eh egal. Wie ist da so der Markt hinter? Also gibt es in Deutschland als Beispiel jetzt 50 Simsons, die mit so einem gefrästen Gehäuse rumfahren? Ja. Echt? Also damit fahren schon relativ viele rum, es ist jetzt aber nicht so. Wieso bin ich auch kein Es gibt auch andere Hersteller, die jetzt auch schon so ein Gehäuse bauen, aber ich glaube, wir waren die ersten, die das wirklich auch serienreif verkauft haben. Mhm. Genau, also wir haben es, glaube ich, mit einer anderen Tuning-Firma relativ zeitgleich entwickelt. Die waren, glaube ich, zum gleichen Zeitpunkt da auch dran, aber wir waren halt schneller und haben es halt vor denen halt auch im Online-Shop gehabt. Aber die anderen verkaufen natürlich auch Gehäuse davon, deswegen kann ich nicht sagen, wie viele fahren davon. Aber mehr. Das ist dann wirklich für den 30-40 PS-Bereich. Genau. Okay. Und das kostet natürlich dann noch ein paar Taler. Aber das heißt? Das Gehäuse kostet 800 Euro. Mhm. Genau. Aber für den Endkunden aber komplett wirklich geliefert und fertig bearbeitet, dass er theoretisch Motor rausbaut. Genau. Und das ist das Coole. Du baust hier so einen 30 PS Motor, Plug and Play einfach nur zusammen. Ja. Wenn du so ein geschweißtes Gehäuse hast, musst du hier nachdremeln, da musst du was wegnehmen, da passt was nicht und hier baust du so einen Motor in einer Stunde zusammen und der ist fertig. Plug and Play heißt, die Aufnahmen im Rahmen sind dieselben? Genau.
Und hier so Deckel und sowas halt alles passt. Passt alles, genau. So wie und das ist dann theoretisch das gleiche Getriebe wie beim 3 PS 50 Kubik? Nee, da gibt es auch wieder einen Getriebeteilehersteller, der ist jetzt zum Beispiel Ronge, der baut Getriebe für diese Motoren und die nehmen wir dann halt. Und sowas ist auch draußen in dem einen Moped drin und die halten natürlich auch wesentlich mehr ab als die aus Seriengetriebe. Würde aber das Serienzeug theoretisch reinpassen? Würde reinpassen, ja. Genau. Das gibt, ne? Ja, und das ist halt... Das ist schon ein High-End, Alter. Genau, da war dann auch mal so eine Diskussion, weil dann Leute gesagt haben, im Endeffekt habt ihr nur ein originales Gehäuse genommen und habt ein paar Sachen verbessert. Mhm. Ey, wir haben aus dem Klotz Alu ein komplettes Motorengehäuse gebaut, wo Teile aus dem originalen Simson-Motor reinpassen, was es noch viel, viel schwieriger macht. Mit dieser ganzen Schaltarmatur, dass hier dann im Prinzip hier sitzt so eine Schaltwalze drin mit den ganzen Hebelchen und alles. Das musst du alles übereinander bringen, dass das passt mit dem Kickstarter, dass du den originalen Kickstarter verwenden kannst etc. Und wie viel Gehirnschmalz dahinter steckt, ich glaube, das ist immer vielen gar nicht bewusst. Ja. Ne, aber da gingen Wochen, Monate und ewig viel Zeit und Arbeit rein, um das wirklich in Perfektion zu bauen, dass es halt auch hält. Und man hat gegenüber dem Auto endlich mal den Vorteil, dass man den Billetblock am Ende aussieht. So ist das. Ja, genau. Am Auto siehst du nicht mehr. So. Ich würde sagen, für heute auf jeden Fall schon mal genug Technik. Ich hoffe, ihr seid alle hinterhergekommen und wir gehen mal Richtung Prüfstand und spannen diese mal auf. Genau. Und wenn wir mal über das Zylinderthema reden, dann können wir ja auch mal das mit der CNC-Maschine und sowas alles mal ein bisschen zeigen. Ich bin mir ziemlich sicher, wie ich schon an der Technik sehe, ich unterschätze den Simson-Markt so exorbitant, dass da so viele Anregungen, Kommentare etc. kommen, dass da auf jeden Fall noch... Also es hat auf jeden Fall eine große Fangemeinde, klar. Das ist halt einfach cool, ne? Ja. So, ab auf den Prüfstand, würde ich sagen. Gut. Genau, jetzt auf den Prüfstand. So, Benni, bevor wir das Ding jetzt messen, S51 hat man schon geklärt. Aber ich glaube, alles andere ist auch nicht mehr original, ne? Ja, optisch so ein bisschen halt noch, ne? Aber, und das habe ich probiert, weitestgehend original zu halten, aber Motor ist halt voll umgebaut. Aber das war ursprünglich mal eine 50er und hat jetzt? 110 Kubik. 110 Kubik, okay. Ja. Aber noch mit Originalmotorgehäuse. Originales Motorgehäuse. Das heißt, dahinter ist auch alles auf den großen Zylinder. Das ist schon angepasst. Ey. Angepasst alles. Auch ein bisschen geschweißt und sowas, genau. Weil sonst passt das an den Taschen nicht. Riesenvergaser auch, ne? Genau, 34 mm Vergaser. 34? Mhm. Respekt. Genau. Dann halt so ein riesengroßer Fächerkopf. Aber sieht männlich aus. Genau. Dazu passend habe ich dann an den Basis, sag mal, Simson-Zylinder von der Optik hier so Kühlrippen angeschweißt. Mhm. Um halt mehr Kühlfläche zu generieren. Ah, okay. Genau. Verstehe. Ja, das macht halt auch optisch was her. Ne? Klar. Mit diesem großen Kühlkörper. Sieht schon einfach auch schick aus, finde ich immer. Ne? Und technisch bringt es halt auch was. Wie lange hast du die schon? Hast du die jetzt gerade erst gebaut? Die habe ich relativ frisch gebaut. Genau. Ich würde sagen, so ein Jahr oder so. Werden jetzt garantiert hunderte Leute gucken und keiner wird das so gewusst haben, so ungefähr, dass er nebenbei noch so eine Simme fertig muss. Ich hab's auch nicht gewusst. Ich habe gedacht, du ballerst du mit deinem 1000 oder 2000 PS Audi rum, nee. Aber ich habe noch Moped gehabt, da war ich echt auch ein bisschen erschüttert gewesen. Ne? Ja, normalerweise ist es in der Tuning-Szene schon so, dass viele so eine Moped-Macke noch von ganz früher haben, ne? Weil die echten Schrauber, die halt heute noch wirklich so Autos schrauben, restaurieren, fertig machen und so weiter, das kommt ja immer irgendwo her. Ja. Und so wie du schon sagtest bei dir, dass es auch mit 14 so losging, ist ja schon bei Bei mir war es genauso. Hm? Ja. Mit zwei Tagen angefangen. Ja. Ja. Ich mit der Herkules Mofa. Ja. Okay, cool. Das heißt auch Getriebe und so alles. Mhm. Ist 5-Gang schon umgebaut. Genau. Es war ein Standard 4-Gang in dem Fall, ist auch 5-Gang umgebaut. Klar, Kupplung, Kurbelwelle, alles, was dazu gehört hat. Was wäre jetzt theoretisch der nächste Step, der dann noch geht? Noch krasserer Zylinder. Also ich glaube, auf der Basis ist dann, glaube ich, würde ich sagen, so gut wie Ende. Dann muss man hier sowas wie MTX oder sowas. Ja, also wir müssen jetzt mal gucken, wie viel Leistung kommt jetzt bei raus. Mhm. Ne, das ist ja davon abhängig, ob da jetzt schon Ende ist oder nicht. Was würdest du sagen, müsste die Technik so können, wenn wirklich alles 100% passt bei dir auf dem Prüfstand? Gut, also ich weiß jetzt nicht, ob der das jetzt erreicht, aber ich denke 30 PS sind schon... Also bis zu 30 PS würde gehen, wenn würde gehen, maximal ausgibst. Geht so viel, ja. Geht definitiv, habe ich auch schon so gebaut. Das Problem ist halt nur, dass du dann auch schnell thermische Probleme bekommst. Mhm. Und das macht es dann für dich wieder, ich sag mal, ja nicht so spaßig, wenn du die ganze Zeit nur aufpassen musst, dass es halt nicht kaputt geht. Mhm. So, und deswegen ist dann so ein MTX, weil da fährst du 30 PS völlig aus dem Ärmel geschüttelt und das Ding hält, ja, wenn der nur 30 PS hat, dann schnullert er so vor sich her, Okay. Das macht trotzdem nur den hier und es reicht vollkommen aus. Aber vielleicht kannst du ja später nochmal eine Runde so ein Ding fahren, wir haben ja sowas dastehen. Das wäre geil. Okay, ich würde sagen, wir messen einfach mal. Genau, gut. Jetzt machen wir eine Leistungsmessung. Dazu müssen wir eigentlich nicht viel erklären, oder? Nö, das haben wir alle schon bei uns auf dem Channel gesehen. Ihr habt auch Prüfstätten, ne? Huh?
sympathisch finde ich auf jeden Fall immer bei so Zweitaktern. Warm fahren ist nicht, ne? Direkt ja, auch. Es geht halt, da wo ich das Getriebe ausgemessen habe, da ich kurz mit dem Zylinder angefasst habe, sind die Dinger schon warm. Das reicht. Es geht halt ultra schnell, ne? Ja. Also, brauchst du. Steht im Rad. Und dazu muss man sagen, Zweitakt sowohl vom Geruch als vom Sound, der ist halt einfach das Geilste, ne? Ja. Ist halt einfach so, wenn man sowas immer, wenn man es länger nicht gehört hat, ne? Und dann sowas mal wieder hört, gerade so wenn die so. Ist geil, ne? Gerade wenn die so richtig hellhörig werden, ne? So ich mag den Geruch. Geil, ne? Ja, der Geruch ist auch immer cool. Ist jemand, der sowas einfach auch live noch nie erlebt hat oder live auch noch nie gefahren ist, wird das auch nicht verstehen können. So, ne? Weil, ja, aber es ist halt einfach Zweitakt. Genau. Naja, jetzt, man sieht halt, wir haben 26 PS am Motor und 70 Newtonmeter. Das ist schon für einen 110er schon amtlich. Also das ist schon eine sehr gute Leistung, muss man einfach nur so sagen. Und man sieht auch, dass er ein schön breites Drehzerband hat und halt auch harmonisch abgestimmt ist. Aber er ist, glaube ich, auch sehr mager abgestimmt, ne? Weil, ja, gut, heute ist natürlich hier auch mega, ist halt so mega klein. Also ich habe gemerkt, dass er sehr, sehr mager schon läuft. Mhm. Also ich glaube, das ist jetzt schon grenzwertig. Also gut, es geht noch, aber... So richtig abgestimmt das letzte Mal, da waren es auch 20 Grad. Heute okay. Sind es gefühlt 3. Hm. Weil du merkst auch, wenn du untertourig warst und du hast Gas gegeben, also ich habe sofort gemerkt, dass untenrum auch extrem mager war. Auch beim Wiedereinkuppeln und so. Hast du vielleicht gemerkt, ja schon ding. Mager heißt in dem Fall, kann man da so Landerwert zu sagen? Nur für die Zuschauer mal so? Oder ist, heißt beim Zweitakter mager halt immer nur so halt mager? Genau. Also als Landerwert kann ich es dir jetzt gar nicht genau sagen. Müsste man mal einen Lander so ranschrauben und dann... Egal, wo rein so Interesse halber, ob wir bei Mager dann eher davon reden, dass der in dem Moment Lambda also, 1 oder eher schon irgendwie so Lambda 1,15 oder das, so. Das, was bei euch Mager ist, ist bei uns schon kaputt. Okay, verstehe. Also genau, muss man einfach mal so sagen. Also ihr fahrt eure Motoren viel, viel magerer vom Gemisch her. Ja. Genau. Das heißt, der wird unter Volllast dann irgendwie so 0,70, 0,75 fahren oder so? So würde ich sagen. Ich kann es jetzt gar nicht genauso aus dem Kopf direkt umswitchen, weißt du, zum Mobilton, aber es ist halt... Die macht das viel über Abgastemperatur. Genau, weil du hast halt hier auch ungefähr 2/3 der inneren Kühlung passiert meiner Meinung nach über den Kraftstoff. Mhm. Weißt du? Und deswegen musst du halt auch immer eigentlich zu fett fahren, um die Kühlung halt zu gewährleisten. Und gerade auch bei so einem luftgekühlten Motor erst recht. Mhm. Weißt du? Und wenn du den jetzt absolut mager abstimmst, dass er die absolute Spitzenleistung hat, naja, dann fährst du den 3 Kilometer und dann ist das Ding einfach mal fest. Kann man in so einem Fall hier Zündwinkel schon... elektronisch abstimmen oder ist das richtig noch mit Rad, also mit Platte verdrehen und so? Ja, hier ist halt noch klassisch so eine Wape drin, also in dem Falle nicht, das muss sein. Okay. Genau, also die ist halt ziemlich statisch, die Zündung. Ja, ja. Aber es gibt auch programmierbare Zündungen, wo du dann mit dem Laptop die Zündkurven selbst programmieren kannst, genau. Aber es ist jetzt, bei den Mopeds bringt es jetzt nicht so viel, dass es sich für die Straße für jedermann lohnen würde, weißt du? Mhm. Weil das ist halt für die Freaks halt, die halt wirklich das letzte bisschen noch rauskitzeln wollen, aber für die Straße würde ich auch eine Vapo oder so eine Innenrotorzündung. Genau. Das heißt, eine programmierbare Zündung würde hier wahrscheinlich nochmal vielleicht 1,5 PS bringen oder so? Naja, meistens ist es so, dass es gar nicht mehr Spitzenleistung bringt, weil du ja statisch auf deine Spitzenleistung perfekt einstellst. Mhm, aber es bringt dann meistens ein bisschen Bandbreite untenrum oder halt oben im Überdrehverhalten. Weil man den dann halt viel hin, wenn du die Zündung zurücknimmst. Den Zündwinkel einfach auf die Drehzahl dann anpassen kann. Genau. Weil jetzt hast du ja natürlich logischerweise für die, du wirst es wissen, aber du hast jetzt einen Zündzeitpunkt und der ist über das gesamte Drehzahlband gleichbleibend oder fast gleichbleibend. Klar, die verstellt auch minimal und bei den anderen, wenn du eine programmierbare hast, kannst du jetzt zu jeder verschiedenen Drehzahl den perfekten Zündzeitpunkt für diese Drehzahl halt annehmen. Ne? Mhm. Genau. Und ihr habt jetzt hier 23,2 PS am Hinterrad. Das ist schon eine gute Leistung auf jeden Fall. Wir hatten ja ganz oft Kommentare, wie ist das im Vergleich zu deinem Prüfstand? Kommt das ungefähr? Ja, die habe ich jetzt nicht bei mir gemessen, in dem Fall. Also heute Abend. Ja, das würde ich jetzt kann auch mal testen. Ja, aber bei mir ist halt so, wie ich mir die Kette ausladen messen. Also der Prüfstand hier, das kann ich wirklich sagen, der ist ultra genau. Also wenn ich hier ein Moped draufstelle, was ich 2 Wochen vorher gemessen habe, habe ich meistens auf die Kommastelle dieselbe Leistung wieder anliegen. Weil der hat auch eine Wetterbox drin, logischerweise, um halt die Wetterdaten auch mit aufzunehmen und verrechnet das dann genau. Ja. Okay. Aber eine schöne Leistung. Aber sagst du, ist gut. Läuft. Das ist gut. Also wirklich dafür, dass ihr es selber so zusammengebaut habt, könnt ihr stolz drauf sein. Auf jeden Fall. Cool. Das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung. Ja, auf jeden Fall. Siehst du, wer 1000 PS R8 bauen kann, kriegt auch eine Simmel hin. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja. Okay, das Ganze geht aber, wie wir gerade so schon so ein bisschen erspäht haben, noch krasser. Ja. Jetzt kommt quasi dein Traum hier so. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Also wir stellen jetzt mal ein Moped von uns drauf. Da haben wir um die 35 PS sollten wir da haben. Und da ist so ein Billet-Block, so ein CNC-gefrästes Gehäuse da halt drin. Und dann könnt ihr euch auch mal angucken, wie sich das so anhört. Und man denkt jetzt immer so, 35 PS ist ja kaum mehr, aber wenn man jetzt überlegt, 26 zu 35, das ist ja nochmal fast die Hälfte oben drauf eigentlich, ne?
Also das ist ja schon nochmal... Da sind 110 Personen ja. drauf, ja. Ja, also deswegen, schön. Wenn du nachher mal eine Runde fahren möchtest, fahr mal. Mhm. Ich finde immer 10 PS drauf, finde ich, klingt irgendwie weniger, als wenn man jetzt als Beispiel du die Hälfte an Leistung auf deine 8 nochmal umlegen würdest und dann 1500 rausmachen. Ja, so ungefähr. Genau, ja, das finde ich jetzt immer nochmal... Deswegen, man so. Muss halt mal prozentual sein, ja. ganz klar. Das ist dann schon... Ja. So, auch in diesem Video gibt es übrigens was zu gewinnen. Paul hat sich kurz damit entschieden, dass du auch was dazu beisteuern willst, ne? Genau. Und zwar, warte, ich gucke jetzt, dass ich den richtigen greife. Das ist der... Wie sagt das, der Daily Race heißt der bei euch? Daily Race Air heißen die, genau. Die kosten so 160, 165 Euro. Natürlich nicht so gebraucht und so ranzig wie der LCS, ja. Den kriegt dann der Kunde jeweils natürlich neu. Also alle Simson-Fahrer, die jetzt gerade zugucken, fleißig kommentieren. Denkt euch irgendwas Brutales aus, dass euer Kommentar die meisten Likes bekommt, weil dann kriegt ihr nämlich tatsächlich so einen Pott zugeschickt. Werden einige jetzt neue Zuschauer auf dem Channel sein, denke ich mal Simson-bedingt. Eine Woche ab der Zeit, der Kommentar mit den meisten Likes pinne ich nach einer Woche oben an und der kriegt von PC Tuning einen so einen Topf. Richtig. Mega geil. Klingt mal. So können wir doch die Simsons alle wieder auf die Straße bringen mit Leistung. Geil. So, jetzt kommen wir aber zu dem Traum einer Simson, würde ich jetzt mal so im Tuning-Himmel sagen. Was auf jeden Fall schon mal sympathisch ist, ist das Carbon. Das finde ich, das ist schon mal gut. So, und hier sieht man jetzt auch den Billetblock. Genau. Was kannst du sonst noch so in ein, zwei Sätzen zu der Technik sagen? Alles drin, was geht. Fertig. Naja, was ist alles drin, was geht? Also hier ist es jetzt schon so, dass der Kunde da schon recht viel Geld investiert hat. Also er hat halt vernünftige Komponenten genommen, vom Getriebe, Kupplung etc. angefangen. Das hat nichts mehr mit der Serie zu tun, aber mit dem Serienfahrzeug oder mit den Serienteilen des Motors, wie auch immer. Ja. Wir haben jetzt hier 130 Kubikzentimeter, so ein CNC-gefrästes Gehäuse. Wie ich es dir vorhin gezeigt hatte. Ja. Natürlich jetzt hier mit Rennauspuff, mit Edelstahlauspuff. Und ja, wir werden jetzt mal gleich eine Leistungsmessung machen. Aber wisst ihr eigentlich, das Lustige an der Geschichte ist? Du hattest ja bei dir schon einen großen 34er Vergaser dran, ne? Und auch diese große V-Force-Membran. Bei dem Motor ist die ganz kleine, so eine ganz kleine Malossi-Membran drin und ein ganz kleiner Vergaser. Das heißt, eigentlich ist er noch völlig kastriert, der Motor. Okay. Aber es reicht halt einfach trotzdem schon völlig aus. Das okay. wäre auf jeden Fall nämlich gleich auch meine Frage gewesen. Das habe ich die ganze Zeit da schon so drauf geguckt, weil ich finde, der sieht noch recht klein aus. Genau. Aber kommt denn noch was, wenn du das jetzt größer bestimmst? Ja. Dementsprechend genau. belohnt er das halt auch. Genau. Das okay. merkst du sofort. Das Problem ist halt nur das Getriebe. Deswegen, weil du, wenn wir jetzt, wir haben jetzt hier so um die 35 PS, ja. Wenn du 37, 38 hast, du bringst so viel mehr Kraft ins Getriebe rein, weil es halt exponentiell ist und es bringt einfach nichts mehr, weil das Vorderrad ist eh nur noch in der Luft. Ne? Das ist schon, eigentlich war der Motor gedacht, dass wir da so 32, 33 PS haben. Jetzt haben wir schon wieder 35,5. Ich glaube sogar, dass das auch der stärkste MTX-Motor ist mit den Anbauteilen, also mit so einer kleinen Membran, so einem kleinen Vergaser und solch einer hohen Leistung. Der Auspuff ist auch von euch für den Zylinder? Der Auspuff ist nicht von uns, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wir haben eigentlich eine andere Auspuffanlage, die wir immer nutzen. Ja, wie soll ich sagen, der Kunde hatte im Prinzip, weil wir oft Lieferschwierigkeiten hatten mit dieser Auspuffanlage, hat er sich eine andere gekauft. Weil ihr die auch selber vor Ort schweißt hier und so weiter. Genau, also wir haben einen Partner, mit dem wir die Auspuffer halt zusammenbauen. Unser Auspuffbauer sozusagen, genau. Und deswegen hat er einen anderen Auspuff, aber wir haben den Zylinder dann für diesen Auspuff wieder angepasst, dass die Kombination gut miteinander harmoniert und funktioniert. Wie können wir jetzt den Zuschauern, also ich persönlich kenne es auch nicht, weil ich bin es noch nicht gefahren, vermitteln, wie 35 PS in so einer Simson fahren? Weil das ist ja schon so ein bisschen so wie 35 PS in einem Fahrrad übertrieben gesagt. Übertrieben gesagt, eigentlich ist es so, ne? So weil 35 PS klingt jetzt ja erstmal so für die Region, wo wir sonst immer so unterwegs sind, haben eben gerade noch über Motorrad mit 600 PS gesprochen, übertrieben gesagt, ne? Ja. Aber das ist halt... etwas massiverer also Fahrradrahmen. Ich glaube, jetzt auf dem Prüfstand, wenn ich mal so ein paar Gänge durchbeschleunige, seht ihr da schon, was da abgeht und wie auch das Fahrwerk arbeitet, ne, weil es mit der Leistung schon echt zu tun hat. Und wir können halt, wenn es die Zeit noch zulässt und ihr Lust habt, können wir halt auch noch mal gucken, dass man mal irgendwann so ein Moped mal in Action zeigt. Das wenigstens wär, ganz kurz vielleicht oder so, das, keine Ahnung. Das wäre eh jetzt, bevor wir hier nämlich zum Ende kommen, Punkt 1 ist, wir müssen auf jeden Fall auch mit meinem Roller hier einmal mal gucken, wie der hier so geht. Ja. Dann können wir ja vielleicht witzigerweise auch mal uns hier den Flugplatz suchen und doch mal vielleicht so ein richtiges Battle-Duell, wie auch immer, mal machen. Simson gegen Roller. Genau. Boah, das sind so Giganten, die aufeinandertreffen. Also jetzt nicht Roller und Simson, sondern auch von den Tuning-Szenen her. Ne? Weil das ist ja einmal Simson und einmal Scooter, so ungefähr Maxi-Scooter. Genau. Halt, ne? Aber ich denke, das muss man auch mal ganz klar sagen, ich denke, dass der Scooter da auch die Nase vorn haben wird, weil du einfach hier die Leistung gar nicht so auf den Boden bringst und das halt nach vorne fährt.
Des Weiteren hast du halt den Vorteil beim Roller, dass du kein Getriebe hast, ja, ja, und nicht schalten musst. Und hier musst du halt schalten, hier muss halt der Fahrer auch noch wirklich viel machen. Hm. Ich glaube, vom Spaßfaktor her ist das hier wesentlich größer, aber vom, von der Schnelligkeit von der Performance her, bist du auf jeden Fall vorne, aber ist kackegal, wir probieren es einfach mal. Ich habe eben gerade auch schon beim Lauf wieder gehört, ich finde, es ist auch akustisch eine ganz andere Liga, wenn du halt so Gänge schalten kannst, und das Ding halt natürlich dreht, ne? Und nicht halt einfach Roller konstante Drehzahl. Ja, für uns sind halt die Roller immer so eine fahrenden Joghurtbecher, ne? Also es klingt halt echt nicht schön, weil der Motor permanent mit einer Drehzahl fährt, dieses ja, hier, das klingt halt schon anders, weil hier klingt es wie eine 125er MotoGP-Maschine oder irgendwas, ne? Ja. Ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass, dass ich habe auch noch einen Zweitakter, den haben wir bisher noch nicht vorgestellt. Keine Angst, das ist keine Simson. Aber mir hat das auf jeden Fall heute wieder gezeigt, dass es auf jeden Fall der richtige Weg war. Und da gehen wir aber später irgendwann dann mal drauf ein. Und dann gibt es auf jeden Fall hier das große Showdown. Simson gegen Scooter. Ja, gern. Benny hat bis dahin alles auch nochmal bestellt und gebaut. Der fährt dann auch gleich mit. Okay, Zündung hier programmierbar oder auch statisch? Nein, das ist auch eine statische Zündung. Ist jetzt hier eine Innenrotorzündung, da sieht man auch, wenn der Kameramann mal herkommt, dass es nur eine ganz kleine, kleine leichte Schwungmasse ist, würde aber auch mit einer größeren Schwungmasse. Ganz kleine heißt das, was fast wie eine Unterlegscheibe aussieht. Nein, also das, was du jetzt silber siehst, ist ja, eine Schwungscheibe, das Aluteil sozusagen, ist der Rotor. Wenn, warte mal, Schwungscheibe aus Alu. Ich kann ja mal den hier ein bisschen durchdrehen. Ja, das ist natürlich ein bisschen. War das gerade mehr so für den Zuschauer eine größere Runde. Genau, es ist aber so, dass es eigentlich hier sinnvoller wäre, mehr Schwungmasse zu fahren, weil es die ganze Sache ein bisschen sanfter und ruhiger macht. Der Kunde hat jetzt die Zündung halt gewünscht, deswegen. Und hier sieht man jetzt auch mal, wie man die Zündung dann eigentlich einstellt. Man, da sind Langlöcher in der Grundplatte und man verdreht sie wirklich einfach nur. Genau, genau. Machst du mit einer Messuhr, die du oben reinsteckst, dass du die Kolbenposition siehst. Weil wir geben es ja in Millimeter vor OT an. Das heißt, er zündet ja vor dem obersten Totpunkt und das kannst du dann mit einer Messuhr ganz genau messen. Dann hast du Markierungen drauf, die stellst du in Millimeter, aber nicht in Grad quasi vor. Genau, also wir arbeiten hier mit Millimeter, weil es für die Praxis einfacher ist und auch für die Kunden einfacher umzusetzen ist. Aber jetzt sehe ich doch ein Rollerteil, das ist hier doch Stage 6 Vergaser, ne? Genau, das ist jetzt hier nur ein 28 Millimeter. Ja, spät an der Seite. Stage 6 Vergaser, genau, genau. Ja, dann würde ich mal sagen, Feuer. Schubrakete. Alter, ist das Ding laut, ne? Heftig, ne? Aber ich dachte so, Ohren zu halten brauchst du nicht, aber das wurde gerade schon. Aber ich muss immer sagen, schon beim Anreisen, diese Gaststöße beim Zweitakter, das ist einfach krass, oder? Das ist einfach. Hast das Gefühl, das saugt gleich ein Kind ein oder so, ne? Und wie du schon sagtest, jeder, der jetzt um Ecke stehen würde und das nicht gehört, also nicht optisch sieht, würde halt denken, das ist so eine Vollcrosser einfach, ne? Das klingt halt original wie die Vollcrosser, ne? Ja. So, okay, wir haben gemessen 35,5 PS. Genau, also 35,5 hatten wir am Anfang gehabt. Jetzt ist halt, wir haben halt wirklich hier mit extrem kalten Temperaturen zu tun und kalte Temperaturen sind halt immer sehr gut für unsere Motoren halt, gerade für die Saugmotoren logischerweise. Und ja, wir haben jetzt hier sogar 36,7 gemessen gehabt. 36,7 gerade. Genau. Ja. Also hier liegt jetzt schon Bums an, ja, auf jeden Fall. Und jetzt sieht man, wenn man mal einen Unterschied sieht, ich mache jetzt mal, komm, wir machen mal nur die 35 PS Kurve. Und man vergleicht jetzt mal mit Benny seinem Motor, dann siehst du halt hier halt auch ganz deutlich, denke ich, den Unterschied. Ja, man sieht halt gleich, dass das Ding ist gleich unten raus schon mal 4 PS vorne, ne? Ja. Aber ich weiß ja, wie mein Moped fährt auf der Straße, das ist ja schon krass. Aber das muss ja hier... Ist geil. Richtig. Also es ist wirklich so, und ich bin schon viele Motorräder gefahren und alles irgendwie, was schnell ist. Und ich habe jedes Mal zitternde Hände, wenn ich von so einem Ding absteige. Zumindest, wenn der Motor richtig geht. Also es ist halt wirklich... Ja, ja. Klar, vielleicht gibt es Leute, die lässt sowas völlig kalt, aber ich habe da Gänsehaut und... Ja. Wie ist da so die Spreizung von dem Getriebe? Weil das ist auch ein Fünfgang. Genau. Wie schnell fährt das Ding so? So um die 140, 150. Das geht aber auch wirklich mehr und das schaffen die auch wirklich. Das heißt, du schaltest schon alle 30 km/h theoretisch die Gänge. Genau, das ist so ein bisschen immer das Problem. Es wäre natürlich besser für so viel Leistung und Drehmoment, wenn wir ein Getriebe mit noch größeren Gangsprüngen hätten. Haben wir aber leider nicht oder können wir halt hier auch bauraumtechnisch nicht realisieren. Dadurch schaltest du dann halt schon relativ viel. Genau. Also wie die Vollkrasser damals auch so auf dem Feld, dass eigentlich nur im Schalten fast zogen werden. Ja, also hier ist schon ein bisschen besser. Deswegen versucht man auch die Mopeds relativ lang zu übersetzen, dass man sie überhaupt fahren kann. Weil
wenn du das Moped jetzt hier auf 100 km/h übersetzen würdest, erstmal hättest du nur Getriebesalat und zweitens du könntest gar nicht Gas geben. Also jetzt hier erster, zweite Gang brauchst du hier gar nicht, die nutzt du nur zum Anrollen, da kannst du auch nicht Gas geben, weil Unfahrbar. Ja, dann liegst du wie ein Maikäfer auf dem Rücken. Ne? Ja. Eine letzte Frage, wie haltbar ist so ein Motor, wie er jetzt hier so ist? Also man haltbar in Sachen Verschleiß sind die echt, halten die sehr, sehr lang, muss man wirklich so sagen. Das einzige Problem, was du halt hast, bei den hohen Leistungen kann halt immer mal ein Getriebe zerfliegen. Mhm. Deswegen empfehle ich auch den Kunden, wo wir so eine Motoren bauen, ey Leute, 31, 32 PS, da machen wir zu, das reicht vollkommen aus, weil dann hält es auch. Und dann kannst du so einen Motor fahren, dann fährst du noch 10.000, 15.000 Kilometer, ohne was dran zu machen. Aber wenn du natürlich in die 40 PS-Region kommst, hält es eigentlich auch, aber es ist dann wie ein Auto mit 1000 PS, es kann immer mal was kommen. Aber das heißt, angenommen, ich bin wirklich ein Vielfahrer, schnapp mir so ein Ding, kann da wirklich so 1, 2, 3.000 Kilometer mitfahren, ohne dass irgendwas ist? Ja, definitiv. Also, du kannst auch viel, viel mehr mitfahren, weil der Zylinder, die Zylinderkolbenpaarung ist sehr haltbar. Auch die Kupplung, die wir jetzt hier drin haben mit dem Getriebe, hält auch gut. Mhm. So, aber es ist halt so, wirklich umso mehr Leistung, wenn du in die 40 PS-Region kommst, kriegst du dann halt wirklich auch langsam Probleme. Mhm. So, und deswegen ist es total cool, wenn man 32, 33 PS hat, was den Unterschied merkst du kaum noch auf der Straße, weil es einfach eh viel zu viel Leistung ist. Mhm. Ne? Aber dann hält es auch einfach. Und dann kannst du dir so einen Motor einfach bauen, gibst dafür, weiß nicht, 3.500 Euro mit allem aus, baust den in deine Simi ein, verstärkst ein bisschen das Fahrwerk und dann kannst du sonntags mal rausholen, kurz eine Stunde mit rumspielen und hast halt gute Laune. Aber es ist halt nicht gedacht, um damit jetzt Langstrecken zur Ostsee zu fahren. Ja, also dafür, da geht das Ding halt völlig auf den Sack, ne? Wenn du untertourig fährst und ruckelt und macht und tut. So, wenn du jetzt, um mal so ein bisschen den Zuschauer zu zeigen, wie Bock gerade Benni auf dieses Ding. Wenn du jetzt die Wahl hättest, hier mit einer Runde fahren oder hier würde jetzt ein niegelnagelneuer GT2S vor der Tür stehen. Nee, ich sag dir, der Reiz ist echt. So, okay. Ich würde sagen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Hol. Ja, klar. Wir sind bestimmt nicht das letzte Mal hier, vermutlich. Ja, ich hoffe. Gerne wieder. Und ich vermute einfach mal, dass Benni jetzt hier gleich noch eine Runde mitfahren wird. Auf jeden Fall. Extra angeboten. Und dann geht's im nächsten Video weiter. Ist wieder ein langes Video geworden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Genau. Mega. Und geht hoch? Ja, von ganz alleine. Alle Gänge. Mega geil, mega geil. Also alles richtig. Spaß gemacht. Geile Moped.